Ich bin wieder mit Freddy unterwegs. Mit Memento Mori aus Elfenbein heute. Ich hoffe, das gibt einen kleinen Blutrausch zum Feierabend. Vorhin schon mal ein paar Runden gespielt. Wie immer, wenn ich offscreen spiele, habe ich einige gute Runden. Und wenn ich aufnehme, wird das wieder nichts. Aber einen hoffe ich, kriege ich diesmal aufgrund von Memento Mori. Sprich, diese Killfähigkeit, wenn einer mal am Haken hing. Und dann schauen wir mal. Ich will das relativ spät einsetzen. Ah, wo ist das? Weil ich dann die hängen will, die ich erst einmal gehängt habe oder so. Wo sind die denn? Hallo? Probieren wir es mal hier hinten. Weil irgendwie bollert noch kein einziger Generator. Der auch nicht. Die mich verarschen. Da hinten ist einer. Schön. Dann gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht läuft er uns über den Weg. Passiert mir relativ häufig, wenn ich Freddy spiele. Irgendwie komme ich mir gerade voll verarscht vor. Ja, habe ich hier nicht gerade was gesehen? Ah, da haben wir doch was. Ah, die hängen alle auf einem Haufen. So, einmal die Misttaschenlampe. So, die wollen wir erstmal hängen. Dann geht die uns schon mal nicht mehr auf den Piss. So. Numero uno. Und dann nehmen wir den. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier höre ich doch was. Ah, da komme ich so scheiße dran. So, die hängen wir auch mal auf. Was ist das? Es hängt. Hallo? Alter, was war das denn? Da hinten haben wir Haken. So. Beziehungsweise können wir nur einen hängen, der schon mal am Haken hing, aber dadurch sparen wir uns trotzdem einmal. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Einmal. Alter, wie läuft die denn? Oh, das war schlecht, Herr Corvulix. Das war schlecht. Alter, leck. So. Die hängen wir auch auf. Da vorne haben wir doch schon einen Haken. Jetzt brauchen wir nur noch den Führer, nennt der sich. Und dann hängt schon jeder einmal am Haken. So, dann schauen wir mal, wer hier hing. Da hinten rennt was. Ging ja an dem vom Haken. Dann nehmen wir die gute doch mal mit.
Nanu? Da ist er. Ah, unsere Taschenlampenfreundin. Genau, wo ist sie denn? So, dann bewege ich mich mal, dass die aus meinem Terrorradius rausgeht. Da hinten ist sie. So, die Taschenlampen Trudi nehme ich erstmal als erstes raus. Die geht mir nämlich schwer auf die Nüsse. Jetzt haben die schon wieder zwei Generatoren. Kann doch nicht wahr sein, ey. Hallo. Komm noch einmal an den Haken, dann bist du tot. Du rennst mir nämlich am schnellsten. Und das mag ich nicht. Und dich töte ich jetzt. So. Und tschüss. Hallo. Adieu. So, keiner mehr im Traum. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die sind schon wieder irgendwo an meinem Totem. So, die liegt also schon rum. Scheiße, die brauchen nur noch einen Generator. Da kriege ich's blanke Kotzen. Irgendwie will das heute nicht. Laufen wir mal da hinten hin. Da. Lauf. Beinahe wäre ich an dir vorbeigelaufen, Milady. Ach, jetzt hier wieder diese scheiß Dinger. Ich hasse es hier. So, nein, du verarschst mich nicht. Oh, hier ist die Luke. Komisch. Müsste die Luke mal so oft hier als Survivor finden. Ich glaube, hier hinten schraubt noch einer dran rum. Hatte ich nicht hier irgendwo? Da ist doch noch einer. So, komm mal her. Ja, ja, hol runter, dann kann ich den da auch töten. Alter, jetzt hat die mich aber verarscht, ey. Ja, die werden den jetzt runterholen. Ich glaube, das könnte der Führer sein. Den hatte ich noch nicht am Haken. Na, immerhin habe ich aber schon mal zwei getötet. Und die blutet. Das heißt, die kriege ich wahrscheinlich auch noch an den Haken. Hoffe ich mal. Ja! Mich vereimerst du nicht, Gute. Das habe ich kommen sehen diesmal. Komm, 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 komm. So. Du kommst auch noch an den Haken. Jetzt war keine 4, aber vielleicht mit ein bisschen Glück wird es eine 3. Schauen wir mal. Der Suppengulli.
Der Suppengulli hängt jetzt, glaube ich, auch zum zweiten Mal. Ich glaube, es hängen alle bis auf der Führer. So, und der wird den jetzt ja wohl für irgendwann mal versuchen zu holen. Ahaha! Auch noch ein Aufgeberbonus. Gut. Aber somit sind alle weg. Und im Endeffekt sind alle vier tot. Das heißt, ich habe meine Aufgabe gemacht, auch wenn die selbst aufgegeben haben, aber Pech. Habe ich es halt so weit getrieben, dass sie aufgeben. Ja, dann war das doch eine halbe Runde Blutrausch zum Feierabend. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao.